So, ich habe hier eine Funktion f von x, eine schöne Parabel und es gibt zwei verschiedene Aufgaben. Entweder will ich das Integral oder die Fläche. Klingt ähnlich, ist auch ähnlich, aber hat den entscheidenden Unterschied. Jetzt möchte ich erstmal eine Skizze machen. Zum Start Skizze, diese Funktion, da kann ich die Nullstellen total schnell finden. Ich brauche keine Mitternachtsformel, ich klammere einfach x aus. Und sehe dann, ja, x1 ist 0 und x2 ist 2. Und außerdem sehe ich das Ding hier, denke ich mir, eine 1 nach oben geöffnet, schaut aus wie eine Normalparabel. So, das war jetzt alles nicht schwer. Also ich habe zwei Nullstellen, 0 und 2. Und mache eine schnelle kleine Skizze. Hand, so, zack, 1, 2, ah, machen wir hier, 2, 4, 0. Normalparabel und geht dann hoch. So, das Integral hier, da integriere ich jetzt von 0 bis 4 und das ist eine Flächenbilanz. Ja, also ich habe jetzt hier die blaue Fläche und da hinten habe ich die gelbe Fläche und die blaue Fläche ist negativ und die gelbe Fläche ist positiv. Und dann ziehe ich das Gelb minus Blau und das kommt dann hier raus. Und wenn ich aber die Fläche will zwischen f, das ist die x-Achse. Und das ist die Senkrechte bei x gleich 0 und x gleich 4, also hier. Senkrecht, senkrecht. Wenn ich die Fläche möchte, dann will ich die beiden Flächen addiert haben. Wenn die Aufgabe lautet, berechne die Fläche, brauche ich, also dann mache ich hier, genau, Integral f von x dx. Ja. Ich muss für die blaue Fläche von 0 bis 2 integrieren und die ist negativ, ja, weil ich aber die Fläche will, Betrag plus Integral von 2 bis 4, f von x dx, wieder Betrag. Ich würde das jetzt mit Nebenrechnungen machen und aber jetzt zur Strategie nochmal. Also wenn ich hier, genau, wenn die Aufgabe lautet Fläche, f von x gleich x² minus 2x, dann ist der erste Schritt die Nullstellen berechnen. Ja? x1 gleich 2, x2 gleich 0. Und dann weiß ich, also bei 0 startet es, hier bei 2 muss ich unterbrechen. Ja? Also statt Integral von 0 bis 4 mache ich jetzt ein Integral von 0 bis 2. Und dann später Integral von 2 bis 4. F von x, also x² minus 2x dx. Und die zwei könnte man auch wirklich, also empfehle ich eigentlich zwei Nebenrechnungen zu machen, schauen was rauskommt. Also wie geht es jetzt? Eckige Klammer. 1 Drittel x hoch 3 minus 2 mal 1 halb x². Obere minus untere, bisschen Platz machen. So. Obere minus untere Grenze, also 0, 2 ist 1 Drittel 2 hoch 3 minus, das fällt weg. 2² minus, wenn ich 0 einsetze, wird es 0 und da kommt raus minus 1 Drittel. Minus 1 Drittel. Nächstes. Integral von 2 bis 4. x² minus 2x. dx ist gleich, also hier nochmal die gleiche Stammfunktion und dann setze ich hier eben ein 1 Drittel. Es geht ja von oberes 4. 4 hoch 3 minus 4² minus 1 Drittel. 2 hoch 3 minus 2². Da kommt raus 6/2 ist gleich 6/2. So, und das will ich nicht. Also, die Fläche, ja, das ist Betrag von minus 1/3. Schöner. 1/1 plus Betrag von 6/2 ist 8. Es gibt keine negative Fläche. Selbst im teuren München gibt es keinen Makler, der das vermietet. Und das Integral, Integral von 0 bis 4 f von x dx, hier kommt eben dann raus wirklich minus 1/1 plus 6/2. Was haben wir da? 5/1 ist 5/1. Genau, und jetzt habe ich jetzt Integral. Also das Integral könnte auch sogar negativ sein. Das Integral ist die Flächenbilanz. Negative, positive Fläche kommt das raus. Und die Fläche, da nehme ich die Einzelnen, ja, und bekomme dann 8 bei der Fläche.
Und wichtig war der erste Schritt, die Nullstellen zu finden. Und was total hilft, ist eben so eine Skizze zu machen, wenn es irgendwie möglich ist. Weil dann kennt man sich aus. Dann weiß man, von wo nach wo muss man da rum integrieren.